Jo. Wie stellen wir das jetzt am geschicktesten? Das staut sich jetzt schon. Wow. Gib mir her das ganze Plastik. So, da brauchen wir möglichst schnell einen Abnehmer für. Batterien. Batterien sollen jetzt auf die andere Fließbandseite und dann. Was sollte da noch rauf? Wir hatten, glaube ich, noch irgendwas, was runter sollte. Genau, die roten Engines, theoretisch noch. Wenn sie dann später kommen. Und die blauen Chips. Weil die blauen Chips auch Lubricant brauchten. Nee, Schwefelsäure. Okay. Und wow, es gibt ja doch noch ein paar bessere Fabriken, sehe ich gerade. Normalerweise gab es nur diese blaue, die man da gerade im Overlay sieht, und die gelbe daneben. Jetzt gibt es noch eine andere blaue, eine lilane, eine orangene und eine grüne. Das ist Teil der Gesicht abgefahren. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt genau, du hast schon Batterien produziert, du hättest gerne einen Abnehmer. Dann kriegst du hier ein Fließband. So. Kriegst du auch ein Ärmchen? So, ein langsames reicht da, richtig? Ja, langsames reicht definitiv. Dann brauchen wir Untergrundspelz. Da. Einmal runter, einmal hoch und dann gleich wieder ein Knick und das war's. Nicht sehr fancy, aber funktioniert. Ja, funktioniert. Okay. Alternativ hätten wir es auch mit einem Ärmchen machen können. Was aber keinen Unterschied macht, ob wir jetzt die Batterien mit dem Ärmchen machen oder das andere mit dem Ärmchen machen. Naja, doch, ist wir. Egal. Es funktioniert, das ist das Wichtigste. Um den kleinen Kram können wir uns später kümmern. Also ich werde mich dann in 30, 40 Folgen verfluchen. Was hat der Gerogon in der Vergangenheit hier bloß angerichtet? Jetzt muss ich stundenlang alles wieder zurechtbasteln. Aber das ist nicht mein Problem. So, du da, du da, du da. So, was wollten wir noch? Laser-Turrets werden erforscht. Das wird. Wir sollten jetzt dafür sorgen, erstmal, dass die Kisten hier alle einigermaßen bestückt sind. Also hole ich mal ein bisschen mehr Kohle, Eisen, Kupfer. Und dann müssen wir das ganze Zeug auch noch anschließen. Also müssen irgendwie. Also primär müssen wir die Brennstoffblöcke hier ran bekommen. Ich denke, ich splitte das hier nochmal auf. Also ich schließe nicht das Ding komplett unten irgendwo dran an, sondern ich nehme jetzt nochmal Ärmchen. Und zwar kluge Ärmchen, die aber gleich Strom brauchen. Da. Wo ist hier der richtige Abstand? Hier, ne? So. Kluges Ärmchen da. Du nimmst bitte Brennstoff. Moment mal. Ärmchen. Was ist das da? High-Octan-Fuel. Oh, erhöht Autogeschwindigkeit um 35%. Oh, Auto. Stopp. Ich will. Gibt es bessere Autos? Gibt es einen Panzer? Ich will durch eine Basis durchfahren. Gib mir. Also erstmal gibt es eine MK3-Rüstung. Das ist schon mal krass. Nee. Ja, ich. Okay. Größere Chests, Akkus. Nee. Shooting Speed von den Lasertürmen. Laser Turret Damage ist wichtiger. Erforscht das mal ganz kurz. Genau, wo ist das Ärmchen? Da ist das Ärmchen. Zeig mir, was es noch so Schönes gibt. Es gibt ganz viele Türme, es gibt einen Playerport, es gibt ein Flugzeug. Es gibt ein Flugzeug. Okay. Ich hätte mir eigentlich trotzdem eher einen Panzer gewünscht, aber Flugzeug klingt auch super. Kann man einfach über die Basen rüberfliegen. Frage ist nur, inwiefern das Ding funktioniert, ne? Aber okay. Forschungszeug, Forschungszeug. Eventuell taucht es auch nicht auf. Doch müsste. Da ist ein Car, ein Auto.
Wooden Bridge. Es gibt Brücken. Oh, okay. Aber nee, leider kein anderes Auto. Das hätte ich echt... So, Flugzeuge können raus. Das hätte ich echt gerne. Ein Panzer. Oder irgendwas, was besser gepanzert ist als dieser komische Strandbuggy. Der ist echt albern. Ich brauche neue Fließbänder. Fließbänder waren da hinten. So, Ding. Ganz viele Fließbänder. Stahl staut sich auch. Komm mal mit. So. Auch wenn da wieder keine Ärmchen hergestellt werden. Ja, das mit dem Eisen ist echt problematisch. Wir brauchen viel mehr Eisen. Oder ich sollte einfach aufhören, sporadisch immer wieder die Stahl von unten rauszuholen. Wir brauchen es halt. Also... Oh, wir haben gar keine Eisenplattenkiste mehr. Das heißt, ich kann nicht einfach hier unten Eisenplatten holen und die nach oben bringen für die Batterieproduktion. Das ist jetzt ärgerlich. Okay. Ja, alles an Eisen wird jetzt verbraucht für Stahl, um die Container einmal voll zu machen. Und danach für die ganze Reihe Chips wieder. Ja, das dauert jetzt, okay. Also Batterien müssen erstmal warten. Wir haben ja irgendwie zwei Stacks da oben reingeschmissen. Das sollte erstmal halten für eine Weile. Jetzt schließen wir die Fuel Blocks an. Dann gucken wir alle Schritt für Schritt durch. So, das müsste am besten gerade rauf. Ja, Wie machen wir das jetzt? Weil wenn wir es einfach so von oben jetzt raufführen würden, dann würden... Ah, warte mal, ist kein Problem. Dann werden nämlich alle, die von da kommen, nur auf das linke Fließband gelegt. Aber wir haben ja gleich dahinter einen Splitter, der das Ganze dann richtig rücken sollte. Der Splitter hier ist dann vollkommen sinnlos. So. Die räumen wir mal weg. Genau, jetzt staut sich das alles hier. Und wir sollten hier den Splitter so aufbauen, damit der Splitter unten entlastet wird. Du, da, du. So. Warum arbeitest du nicht? Oh, du bist falsch rum. Okay, das könnt's erklären. Noch ein Splitter. Da. Es geht so nicht, ja? Es macht doch... Stopp. Ich habe gerade irgendwie einen Denkfehler. Und nicht genug Koffein-Intus, um mir zu verstehen. Also die... Von oben kommen sie auf beiden Fließbänderseiten. Von rechts kommen sie nur... Also sobald sie von rechts kommen, landen sie nur auf der linken Seite. Ich könnte jetzt hier einen Splitter einführen, das dann unterirdisch da rumführen und dann daran bappen. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Du mach mal hier einen Splitter. Geh da runter. Geh da hoch. Geh da rum, geh da rum, geh da rum. So. Sieht schon mal kompakt aus. Und guckt euch mal an, wie viele Brennstoffblöcke wir haben. Und hier sind noch mehr. Also nachlegen von Hand müssen wir jetzt nichts mehr. Schon gar nicht mit dem schnellen Ärmchen. So. Hier ist noch genug Platz. Du filterst nicht. Strom... Ist okay. Sollten wir aber auch bald ausbauen. Gut, das wäre das eine. Jetzt kommen Batterien und Plastik. Die sind sogar wichtig und die sollten auch eine Linie bekommen. Die Frage ist nur, wo soll die Linie hin? So, Damage wurde einmal erforscht, ist okay. Jetzt sollte ich aber kurz gucken, was am sinnvollsten wäre. Item Collector. Abgefahrene...
Neue Ärmchen? Nein. Solarzellen? Nein. Was will ich? Leben wäre toll. schnellere Mining-Dinger wäre toll. Electric Mining Drill MK2. Mining Speed 1,25. Mining Area 7x7. Oh, okay, die brauchen aber auch ganz komische neue Sachen. Die brauchen einen Crude Rotor und einen Basic Item Exit. Ich habe keine Ahnung, wo ich sowas herbekomme. Achso, das wird gleich mit erforscht. Brauch Rubber. Und brauche eine Blunt Blade. Die brauchen. Ja, okay, das kriegen wir hin. Frame kriegen wir. Ach du Güte, Güte. 45 Eisenplatten, 30 Sticks und 15 grüne Chips. Okay. Rubber. Wir brauchen eine Rubber Farm. Geht nichts drumrum. Das müssen wir gleich mal gucken. 200 Grüne ist ein bisschen happig. Was haben wir noch so im Angebot? Das braucht blaue Tränke. Das ist lila Zeug. Wir können nicht mal das blaue Zeug bauen. Bessere Schmelzöfen kosten 2. Okay. Bullet Shooting Speed kostet nur rote Tränke. Das wäre, glaube ich, eher meine Kragenweite gerade. Oh, warte, wir haben jetzt doch die blauen Science Packs, richtig? Demnächst? Gleich, bald? Blaue Tränke? Blaue Tränke. Bau. Ja, fangen wir mit der Forschung. Da. Research. Dann stelle ich erstmal die blauen Tränke selber her. Solange, bis wir hier alles aufgebaut haben. Also ja, die Linien hier, also die zwei hier und die zwei hier, die ignoriere ich erstmal, weil hier halt noch Öl ist. Das würde ich gerne später abbauen. Was jetzt natürlich ein wenig unpraktisch ist, weil dadurch von den grünen Chips zu den anderen zu weit weg ist. Und das hier ist auch total doof. Okay, ich erweitere erstmal das Muster hier in die Richtung. Du, weg, komm, weg. Und dann mache ich hier eine Doppellinie hin und dann kommen da die Plastikbarren hin. Ah, du bist völlig doof, du stehst. Okay, das müssen wir gleich umbauen. Dann kommen hier die Plastikbarren hin und die Batterien. Und dann können wir hier in der Nähe die roten Chips herstellen. Weil die roten Chips, die rote Chipsfabrik sollte in der Nähe von der grünen Chipfabrik sein. Damit das alles schön Hand in Hand gehen kann. So, da und da und du weg und da. So. Wie machen wir es mit dir? Du wirst hier, egal wo wir hingehen, wirst du im Weg sein. Mit deinen Tränken. Ich glaube, ich lagere die Tränke einfach ganz nach außen aus. Gib mir mehr Fließbänder. So, Fließbänder. Und komische Steine und Zeug. Hier. Ding, 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 ding. Ja, hier bist du zwar auch im Weg, aber ich hoffe mal, dass wir da einigermaßen drumherum kommen. Da mehr Untergrunddinger. Da rein, da raus. Du weg. Nimm, da. Das ist jetzt doof. Also in den Kommentaren wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, dass wenn ich einfach nur die rechte Maustaste gedrückt halte, dass die maximale Reichweite dann genommen wird. Und dass dann automatisch alles so wäre, wie ich es gern hätte. Dem ist leider nicht so. Dann haben wir ja immer dazwischen so einen freien Bereich. Also ich muss das von Hand machen. Schade, schade. Okay, so, so, so. Oh, und kurz vergleichen, ob das da oben in Ordnung ist. Das müsste ja genau aufgehen. Und tut es. Goodie, 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 goodie. Na komm, geh weg. So. Okay. Das heißt, hier weiter. Da runter, da hoch. Da runter, da hoch. Da runter, da hoch. Da runter, da hoch. So, und hier können wir es meinetwegen dann wieder hochziehen. Ich glaube, ne, das hier hinten brauchen wir nicht mehr. Das heißt, hier machst du dann einen Knick, einen Knick, einen Knick und gehst hoch. Und wir drehen einfach die ganzen da um. Oder wir machen einen, der von links nach rechts und einen, der von rechts nach links geht.
Okay. So wie. Ich glaube, es wäre einfach gewesen, wenn ich es einfach rübergelegt hätte. Definitiv. Nächstes Mal einfach rüberlegen. So, das heißt, das Ding wird abgebaut. Die ganzen grünen Tränke sacke ich gleich ein. Die da auch noch. Dann haben wir hier gleich viel mehr Platz zum Spielen. Hier wird es dann wahrscheinlich auch nochmal unterirdisch gehen müssen, wenn hier eine Lebenslinie lang führt. Du, Stone Rock, du musst weg. Ich hoffe, damit kann man nichts Sinnvolles anfangen mit den Dingern. Sonst habe ich die gerade verbraucht. Du. Ja, da musst du schon mal wieder runter. Und zwar hier runter. Da hoch. Du, da. So. Ja, okay. Das heißt, achso, und die Verbindungsstücke wären nicht schlechter. Von da nach da. So, jetzt fließt das hier einmal rum und da oben dann zurück. Und die roten Tränke kommen direkt von hier nach darüber. Wobei ich das eigentlich denn ja auch an so einem Pfosten lang machen sollte. Aber hier brauchen wir den Platz eh nicht. Ist okay. Wir haben einen neuen Resin. Dafür hätte ich gerne. Oder daraus hätte ich gerne einen neuen Rubber Seed. Und dann würde ich gerne den anderen Rubber Seed, den wir hier haben, aus der Kiste holen und gucken, wie das funktioniert. Hatten wir nicht zwei Rubber Seeds? Jetzt sagt mir nicht, die gehen irgendwie kaputt oder so. Das wäre echt uncool. Okay. Baue jetzt ein Rubber Seed mal hier hin. Und nehme ein Ärmchen und baue den dahin. So sollte das, glaube ich, funktionieren. Also wenn die später dann hochwachsen zu richtigen Bäumen. Da. Mining Hardness 0,5. Ja, also wenn das Ding ausgewachsen ist später, kommt da sporadisch was, was man abbauen kann. Und das baut das Ärmchen dann ab und legt es auf das Fließband. Und das ist die ganze automatische Farm dann schon. Aber müssen wir dann gucken, ob es wirklich so funktioniert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal so einen Screenshot gesehen hatte von der Basis, die so ähnlich aufgebaut war. Also du, so. Grüne Tränke werden hergestellt, rote Tränke werden hergestellt. Alles wird hergestellt, Stahl ist genug da. Forschung geht nicht weiter, weil ich keine Sachen geforscht habe. Stimmt. Das hängt ja alles an mir.